Fünf Fragen an, ein letztes Mal in dieser Saison, heute mit Thanos Petzos. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerade das Abschlusstraining vor dem abschließenden Spiel morgen beim FC Augsburg. Ein Spiel, wo es für die eine Mannschaft noch um alles geht und für uns nochmal die Möglichkeit, sich gut zu präsentieren. Wie gehst du diese Partie morgen an? Ja, ich denke, das ist für jeden nochmal was ganz Besonderes. Bundesliga-Luft zu schnuppern. Und wir wollen uns natürlich mit einem guten Gefühl verabschieden aus der Liga. Und wie gesagt, für Augsburg geht es noch um viel. Für uns eigentlich weniger, aber wie gesagt, wir wollen noch mal 3 Punkte holen. Vielleicht dann Düsseldorf noch ein Geschenk machen und ja, wir geben auf jeden Fall Gas. Ihr habt auf alle Fälle noch mal die große Bühne. Das hat auch der Trainer schon in der Pressekonferenz gesagt, weil ganz Deutschland noch mal auf diese Spiele, wo es um den Abstieg geht, mit draufschaut. Das heißt, man kann sich noch mal ordentlich präsentieren zum einen. Zum anderen, Augsburg wird natürlich von Anfang an Vollgas geben, ne? Damit ist zu rechnen. Ja, das wird man abwarten. Das ist, glaube ich, das wichtigste Spiel der Saison. Und das hat man bei uns gesehen, dass man vielleicht dann im einen oder anderen Moment ein bisschen verkrampft ist. Und ich denke nicht, dass da die Leichtigkeit so da sein wird. Dass sie 100% geben werden, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir können halt befreit aufspielen und das, glaube ich, unser Trumpf dann. Wenn wir auf die Saison zurückschauen, dann ist klar, dass letztlich unterm Strich sich jeder mehr erhofft hat. Trotzdem, wenn man nochmal so einen Moment rausziehen darf, was war dein persönliches Highlight in dieser Saison? War es das Freistoßtor? War es der Derby-Sieg? Was war dein Highlight? Ja, definitiv denke ich das Tor, weil das war mein erstes Bundesliga-Tor, Freistoßtor. Aber wie gesagt, der Derby-Sieg war natürlich überragend, wenn man sieht, wie die Fans uns dann hier in der Gustavstraße gefeiert haben. Also großes Kompliment. Und ja, die zwei Ereignisse waren schon extrem schön. Nimmt man jetzt an Erfahrung vor allem diese positiven dann mit in die Sommerpause und in die neue Saison hinein? Oder sieht man auch die Aspekte, wo es vielleicht nicht so gelaufen ist und manches noch nicht so geklappt hat? Was nimmt man da mehr mit in das neue Jahr? Ja, ich denke mal von beidem etwas. Also natürlich muss man die Dinge, die man nicht so gut hat, gemacht hat, aufarbeiten. Aber wie gesagt, erste Liga zu spielen war natürlich schön für jeden, auch Spielpraxis zu sammeln, zu sehen, wie es in den großen Stadien abläuft. Und das sollte Ansporn dann sein, wieder aufzusteigen in der ersten Liga. Abschließende Frage, wie verbringst du deinen Urlaub? Ich meine, es geht ja direkt dann in der neuen Woche ab in die kurze Sommerpause, weil es geht dann schon Mitte Juni wieder los. Mitte Juli ist dann das erste Zweitligaspiel schon wieder. Wie nutzt du die Pause? Wo geht's hin? Ja, erstmal nach Düsseldorf zur Familie, zu den Freunden. Und dann wird spontan irgendwo ein Urlaub gebucht und ja, kommt freigemacht. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg und viel Spaß. Morgen nochmal eine gute Partie beim FC Augsburg. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der neuen Saison wieder.